Jetzt möchte ich kurz einen Exkurs machen. Und zwar möchte ich kurz über das Gehirn reden. Überhaupt nicht mein Thema, habe ich auch keine Ahnung davon. Aber ich habe, auch das habe ich wieder fremd gelesen, manchmal ist das Internet ja ganz gut. Und zwar, wir alle wissen, dass Kinder und Jugendliche Aufgaben brauchen, an denen sie sich ausprobieren können, um zu wachsen. Bei dem Bildungserfahrungen machen passiert etwas. Die Gehirnstrukturen verändern sich. Man nennt das so, die sogenannte Experience Dependent Plasticity, die sogenannte erfahrungsabhängige Gehirnplastizität. Wenn Sie zum Beispiel einen Geiger haben, dann sind die, ich mache es jetzt ganz kurz, kortinalen Regionen, die für die Finger tätig sind, ganz anders ausgeprägt. Und so ist das auch bei unseren Kindern. Das ist so, dass die, dass alles, was sie tun, verändert das Gehirn dauerhaft. Deswegen reden wir ja auch so viel über frühkindliche Förderung und so weiter. Und deswegen verändert sich ja Kindergarten inzwischen schon auch. Ich glaube, in einer Zeit, und da bin ich wieder beim Anfang, in der die Virtualität so derartig mit der realen Welt vermengt wird und die eine hinter der anderen verschwindet oder was Neues gibt. Und wir entscheiden ja noch dazwischen. Die Kids tun das ja schon gar nicht mehr. Die sitzen einander gegenüber und chatten mit 30 anderen parallel. Ich habe es erlebt. Zwei 14-Jährige in einem Raum, die aber nicht miteinander reden, sondern mit über 30 andere zusammen chatten. Und die sagen, ich verstehe gar nicht, warum das für dich was anderes ist, als auf der Mülltonne zu sitzen und mit deinem Kumpel zu reden. Das ist für uns genau das Gleiche. Und in einer solchen Welt, glaube ich, und da möchte ich noch mal ganz kurz wieder beim Gehirn bleiben, ist genau diese kreative Bildungserfahrung ungeheuer wichtig. Nicolas Carr hat 2010 ein Buch geschrieben. Kommen Sie noch mit oder bin ich viel zu schnell? Ist das Nein? Ist zu schnell oder geht? Geht, super. Und die letzte Reihe auch? Naja, das ist schon sehr murmelig. Ich gebe mir Mühe. Wer bin ich, wenn ich online bin? Und was macht mein Gehirn so lange? Er sagt nämlich, dass unser Gehirn die ganzen akustischen Signale im Internet und so weiter, das parallel alles gar nicht verarbeiten kann. Bild und Ton und so weiter. Und er sagt, das Netz ist auch gar nicht darauf ausgerichtet, diese langfristigen, tiefgehenden Erfahrungen zu machen. Ich will es da in keiner Weise verteufeln. Ich will nur sagen, weil wir uns zunehmend und unsere Kinder vor allem in dieser Welt bewegen, umso wichtiger diese Bildungspartnerschaften zu institutionalisieren und diese Primärerfahrungen zu ermöglichen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle jetzt kurz ein akustisches Beispiel geben. Und zwar diese Bildungspartnerschaften, von denen Sie hier die ganzen, das sind übrigens Lehrkräfte. Ich glaube, denen sieht man die Leidenschaft für die Sache, aber auch manchmal so ein bisschen, was machen die da eigentlich? Ich glaube, in allen Education-Filmen, die wir gemacht haben, es war nicht nur Rhythm is It, wir haben unglaublich viele Projekte begleitet, haben wir ganz oft dieses Problem. Jetzt kommen die Künstler in die Schule oder wer auch immer, die Partner, und meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir kennen doch unsere Kinder viel besser. Und das hinzukriegen, das ist auch wieder eine Beziehung, ist auch wieder emotionales Lernen. Diese Unterschiede zu überwinden und gemeinsam, damit ich wieder bei diesem Bild, das hinzukriegen, nachhaltig, das ist eine unglaubliche Errungenschaft. Ich glaube, für das ganze Kollegium und für alle Bildungspartner. So, jetzt also anderthalb Minuten ungefähr, ein paar Beispiele, was diese Bildungspartnerschaften mit den Beteiligten gemacht haben. Und Sie hören jetzt einen wilden Mix aus Lehrern, Bildungspartnern und Schülern aus unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen. Viel Vergnügen. Meine Idealschule sieht so aus, dass die Kinder selber sich finden können. Egal was es ist, aber sie finden sich selber und sie wissen, was sie wollen. Sie können sich selber einschätzen und sie können ihren eigenen Zielen, Bedürfnissen, Neigungen nachgehen, was ja nicht heißt, dass man auch mal was tun muss, was nicht seiner Neigung entspricht, aber so vom Grundsatz her. In der Schule muss man nur rumsitzen und lernen und da kann man wirklich sich frei bewegen, die Laune sozusagen rausprügeln. Ja, und es macht eben mehr Spaß, als die ganze Zeit nachzudenken. Ein paar Sachen konnte ich schon herausfinden und dann wird man natürlich auch gelobt und dann findet man irgendwie auch immer mehr heraus. Sie sind immer erst schüchtern, ich kann das nicht. Ich sage, doch, du kannst es, mach es einfach. Sie haben immer Angst, was nicht zu können. Und den Zahn will ich jedem Kind ziehen. Jedes Kind kann im Prinzip alles. Ich wusste gar nicht, dass ich lästig bin. Also es steht in meinem Text und ich wusste gar nicht, dass ich sowas bin. Oder dass ich lustig bin. Und die haben aber für sich eine andere Welt entdeckt. Und das ist wichtig. Und diese andere Welt ist vielleicht so eine kleine Nische, die sie mal erlebt haben. Und die wissen, dass es auch anders funktioniert. Das war für mich eigentlich die Hauptsache. Das sind ihre Normen und ihre Stränge, die sie im Leben sowieso überall kriegen, völlig loslassen können und improvisieren. Und meine These ist ja, man kann nicht alles im Leben machen, aber man kann alles malen, man kann alles zeichnen. Man kann alles, jeden Gedanken, den man hat, zeichnen, spielen,
Man kann alles machen. Wenn man diese Freiheiten den Schülern gibt, die begreifen auf einmal, dass sie das alles auf dem Blatt machen können, dann fangen die an, selber nachzudenken und zu gucken, ja, was kann ich denn tatsächlich jetzt hier machen? Wir müssen ja jetzt nicht so tun, als ob es keinen Kunstunterricht gäbe. Aber ich glaube, dieses Ringen um die persönliche Freiheit und die Beteiligung von jungen Menschen an dem, was sie tun, ich glaube, dass das unglaublich wesentlich ist. Und auch diese neuen Räume, die diese Partnerschaften ermöglichen, nochmal mit neuem Leben füllt. Über das Wort Partizipation komme ich noch ein bisschen nachher im Detail zurück. Ich glaube, dass kreative Partnerschaften Räume in dreifacher Hinsicht eröffnen. Das eine sind Erfahrungsräume, innere Räume. Wir haben es hier erlebt, ich spreche jetzt auch schon ein bisschen drüber. Das eine Mädchen hat eben gesagt, ich habe noch nie gewusst, dass ich lässig oder lustig bin. Sie hat in einem Leseprojekt, wo sie in Rollen geschlüpft ist, etwas erfahren, was sie für ihr eigenes Leben mitgenommen hat und nie wieder vergessen wird. Von den 250 Schülern, die bei Rhythm is It mitgemacht haben, ich glaube, sind 2 oder 3 am Ende in eine Tanzausbildung gegangen, in eine professionelle für ihr weiteres Leben. Einer hat in London angefangen zu studieren. Die hatten vorher nie irgendwas mit Tanz zu tun. Frau Lörmann hat vorhin auch schon mal von den äußeren Räumen gesprochen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, die Schule zu verlassen, den Raum Schule zu verlassen. Ich habe auch bei meinen Kindern überlegt, soll ich sie einfach den Hort, Ganztagsschule Berlin, nicht nehmen, sondern lieber einen Schülerladen, einfach nur, ich habe es dann nicht gemacht, aber einfach um andere räumliche Erfahrungen zu ermöglichen. Wir haben unglaublich viele Kinder, die ihr Viertel ganz selten verlassen. Es gibt zum Beispiel eine Partnerschaft zwischen dem Hamburger Bahnhof, Museum für zeitgenössische bildende Kunst, und einer Schule in Pankow. Da fahren die Kids eine gute halbe Stunde mit der Bahn durch Berlin. Das ist schon Teil des Projekts. Die haben zum Teil schon Knöpfe im Ohr, Mikros, die nehmen schon Umweltgeräusche wahr, die fragen Leute in der Bahn. Das ist schon Teil des Projekts, das kann man sich alles überlegen. Dass die äußeren Räume die Erfahrung bereichern. Und das dritte sind die ästhetischen Räume, da habe ich das vorhin schon gesagt. Kunst for its own sake, wie wichtig mir das ist. Ich möchte einen Satz aus diesem schönen Buch von Anne Bamford jetzt zitieren, der mir ganz wichtig ist. Die Besonderheit der ästhetischen Erfahrung ist es, immer an eine Welt gebunden zu sein, die sich nicht vollständig in Routine, Alltag, Selbstverständlichkeit auflösen lässt, sondern das haben wir ja auch in der Schule, sondern immer und genuin auch durch Fremdheit, Andersheit und Unverfügbarkeit gekennzeichnet ist. Und ich glaube, auch dieses, auch das Fremde in dieser Bildungserfahrung, sich das erstmal zugänglich zu machen, ich glaube, dass da unglaubliche Schätze liegen, wenn man das geschafft hat. Ein anderes noch. Ich weiß nicht, der Begriff Flow ist Ihnen vielleicht allen bekannt. Ich kann den Ungar nicht aussprechen, Csikszentmihalyi, der ihn erfunden hat. Deswegen lasse ich den Namen weg, das ist noch schlimmer als das Ministerium auszusprechen. Das ist die Wechselwirkung zwischen Ich und Welt. Es geht um diese Erfahrung, total aufzugehen in dem, was man tut. Warum bewundern wir Musiker so sehr oder sowas? Weil sie wirken, als ob sie völlig selbstvergessen sind in dem, was sie tun. Malern gucken wir ja selten zum Beispiel dabei zu. Oder auch Menschen, die sich in ein Buch versenken. Wenn sie total versunken sind, das ist das, was wir in Bildungspartnerschaften ermöglichen. Diesen Zustand des Flows, der, wie wir inzwischen wissen, auch medizinische Komponenten hat. Wenn das gelingt in so einer Bildungspartnerschaft, während die Kinder was vormachen oder während sie teilhaben an einem Prozess, dann ist das, was unglaublich, in Anführungsstrichen, gesund ist für ihr ganzes Leben. Das glaube ich.